Die EU-Staaten ringen weiter um gemeinsame Reaktionen auf die Coronavirus-Pandemie. Bei einem Videogipfel in Brüssel waren sich die Staats- und Regierungschefs lediglich darüber einig, dass die 5 EU-Institutionen innerhalb von 10 Tagen einen gemeinsamen Vorschlag unterbreiten sollen. Die zentrale Frage ist, wie sich die 27 Staaten vor den wohl dramatischen Folgen einer Wirtschaftskrise schützen können. Mehrere Nationen, darunter Deutschland und die Niederlande, lehnen die Aufnahme gemeinsamer Schulden ab. Dies wiederum sehen 9 Länder als unausweichlich an. Dazu gehören Frankreich, Italien und Spanien.